Hallo, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ich will mich mal ausnahmsweise kurz fassen mit einer Erklärung, wie Divine Healing funktioniert oder warum es funktioniert. Und ich nehme mal als Beispiel einen Computer her. Ich weiß, viele haben es nicht so gerne, wenn wir Menschen uns als programmierte Körper verstehen. Aber irgendwie sind wir das ja in unserer Gesellschaft. Wir sind als weißes Blatt und als Baby wirklich als weißes Blatt hier auf die Welt gekommen. Und dann hat man uns die Software eingespielt. Ja, also man kann es einfach nicht sagen. Was ist denn Software alles andere als Informationen, als Informationsmuster, als Abläufe, als Überzeugungen, als Paradigmen, als Prinzipien, wie man halt so ist, wie das Leben halt so ist. Und wir werden da halt konditioniert und wir werden programmiert. Und wenn es uns auch trotzdem nicht gefällt, es ist so, auch diese ganze genetische Geschichte. Dr. Joe Dispenza hat ja gesagt, Genetik, gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur Gene, die wire and fire, also die vernetzt und verbunden sind und dann Informationen weiterleiten. Und genau um das geht es. Genau, und dann sagt er auch noch die Gene, die haben wir und wir aktivieren sie oder wir aktivieren sie nicht. Je nachdem, was wir für Informationen auch wieder aufnehmen im Laufe unseres Lebens, werden halt unsere Gene, unsere genetischen Muster aktiviert. So kann man das sehen. Aber es geht eigentlich konkret wirklich darum, dass alles, was in uns gespeichert ist, ob es uns tatsächlich bewusst ist, ob wir wissen, nach was für Programmen, nach was für Mustern, nach was für Abläufen, nach was für Erlaubnisgebern wir uns eigentlich orientieren. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir suchen uns immer Erlaubnisgeber. Wir brauchen Erlaubnisgeber. Darauf sind wir auch programmiert. Wir haben sonst Angst. Wir brauchen ein gewisses Erlaubnismuster, damit wir Entscheidungen treffen können, damit wir uns trauen, gewisse Schritte zu machen, damit wir uns trauen, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen. Erlaubnisgeber, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Und das alles, diese ganzen Abläufe, diese ganzen Beschränkungen und alles ist als Informationsmuster in uns drin. Und das ist das menschliche Informationsmuster, das ist unser gesellschaftliches Informationsmuster, das ist unser kollektives Informationsmuster, das jeder noch quasi ausgefeinert hat, je nachdem, was eben aus seiner Familie, aus seinem Hintergrund, aus seiner Herkunft her noch, wo die Schwerpunkte gelegt wurden, ja? Also, du stellst es wirklich so vor, dass es ein kollektives Informationsmuster unserer Gesellschaft gibt, je nachdem, in welchem Land wir aufwachsen, in welcher Kultur wir aufwachsen, in welcher Familie wir aufwachsen, was familiäre Bräuche sind, etc. pp. Was sind alles Informationsmuster, die werden in uns abgespeichert. Das ist unsere Computerprogrammierung. Und die wird einfach unter Hypnose sozusagen eingefahren in einer Zeit, wo wir als kleine Kinder so offen sind bis ja, circa 6 Jahre, 5, 6 Jahre, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Da wird dieses Zeug in uns reinprogrammiert. Und wir können nichts dagegen tun. Aber wir denken natürlich, dass diese Programmierung diese Identität ist, mit der wir rumlaufen wirklich. Und unser Körper ist die Hardware. Die Hardware richtet sich ausnahmslos an diese Programmierungen. Deswegen gibt es ja auch Erbkrankheiten. Jedes Mal muss ich mich ein bisschen zurückhalten, wenn mich irgendeiner fragt, ja, was ist denn in Ihrer Familie für Erbkrankheiten?
Das ist genau das. Ja, wir glauben das alle. Wir glauben, wir sind diesem allem ausgeliefert. Wir müssen das programmierungsmäßig übernehmen und das dann weiter leben. Und das ist auch einer der übelsten Glaubenssätze und Überzeugungen, die sich langsam aufbrechen. Und wir wissen, dass wir die Dinge beeinflussen können, dass wir entscheiden können, nach welchen Programmierungen, nach welchen Informationen, und welchen Leitsätzen, nach welchen Prinzipien wir leben. Aber diese neue Programmierung einzuspielen, da gibt es ja ganz, ganz viele Methoden, wie zum Beispiel auch Hypnose oder hypnoseähnliche Meditationen und so weiter und so fort. Und was ist jetzt der Unterschied an Divine Healing? Und zwar ist das der Unterschied, dass ich mich tatsächlich, wenn ich mich als Computer sehe, entweder selber, wenn ich es gelernt habe, oder mit einem Therapeuten, mit einem Anwender verbinde. Und zwar, wo verbinde ich mich hin? An den göttlichen Computer, an meinen wahren Heimcomputer, meinen Heimatcomputer, an meine Grundprogrammierung. An die Grundprogrammierung, mit der ich eigentlich als diese Idee, ich eigentlich hierher gekommen bin, bevor ich diese Erdenmenschenprogrammierung draufgespielt gekriegt habe und die dann auch noch, übrigens, das ist ja auch das Witzige, die Erdenprogrammierung, die ich habe, die ist ja vernetzt. Ich kann ja nicht einfach dieses Programm löschen. Das kennt ihr vielleicht auch vom Computer. Du kannst nicht einfach nur den Ordner löschen, wo das Programm gespeichert ist. Nein, du musst dann hingehen, Programm deinstallieren. Und warum musst du das Programm deinstallieren? Weil es in verschiedenen Apps aktiv ist, weil es Sicherheitskopien macht, weil es temporäre Kopien macht, weil es sich in deinen ganzen Computer vernetzt hat mit verschiedenen Informationsstationen sozusagen. Und dann sitzt es fest in deiner Festplatte. Ja, Körper, Festplatte, Hardware. Du kannst es nicht einfach wieder raussaugen. Es ist in jeder Zelle. Es ist in deinem ganzen Körper verteilt gespeichert. Und du weißt nicht genau, welche App deines Körpers wirklich mit diesem Grundprogramm verbunden ist, das dich, sag ich mal, dein altes Ich, dein Grund-Ich, dein konditioniertes Ich, das Ich, das du früher mal warst, ausmacht und antreibt. Und da kannst du lange suchen gehen, ja? Da kannst du lange nach Glaubenssätzen suchen gehen. Ich sage jetzt, du gehst nach Überzeugungen suchen, du gehst nach Prinzipien suchen und so weiter und so fort. Und du findest da auch einen ganzen Haufen. Und du kannst auch einen ganzen Haufen immer wieder umprogrammieren und drehen, wie man so schön sagt, einen Glaubensgrundsatz drehen. Aber das heißt nicht, dass wenn du einen Glaubensgrundsatz drehst, die ganze Familie dieser Glaubensgrundsätze auch gedreht ist. Also ist es ein krasses, langfristiges Unterfangen, wenn du eben so vorgehst. Wenn du jetzt dir aber vorstellst, mit Divine Healing gehst du wirklich und machst ein Reset. Ja, langsam aber sicher, weil ein Reset, okay, ausschalten, neu booten, neu installieren, das lassen wir meistens nicht zu, obwohl ich nicht sage, dass es nicht möglich ist. Du kannst ein Reboot machen, wenn du den zulässt, wenn du nicht Angst hast davor. Aber es geht wirklich darum, dass du deinen Körper und deine Programmierung einfach auf Null setzt, auf den Reboot, auf die göttliche Idee, mit der du hierher gekommen bist, wo du dich nicht verdrehen musst, wo du dich nicht verstellen musst, wo du nichts machen musst, damit du anerkannt wirst, damit du gut genug bist, damit du in der Gesellschaft funktionierst, wo du wirklich weißt, ich bin so gut und so goldrichtig mit all meinen Facetten, mit all meinen Vorlieben, mit allem, was ich nicht möchte. Und du kriegst dieses tiefe, tiefe Gefühl der Freiheit und der Unbegrenztheit von all diesen äußeren Vorgaben und von der kompletten Software,
die dir als Kind eingespielt worden ist. Und so wirkt Divine Healing. Und deswegen, du musst gar nicht wissen, was Divine Healing macht. Du musst nur wissen, dass Divine Healing an den göttlichen Computer der höchsten Liebe, der höchsten Freiheit, der genialsten Idee über dich versorgt ist und dass es dann diese Software auf dich einspielt und einspult und dich immer wieder damit verbindet. Und das ist eigentlich die Vorstellung, die dir helfen kann und kann, die dir sagen kann, wie funktioniert Divine Healing. Weil es ist alles da für uns, unsere göttliche Idee, unsere göttliche Wahrheit, die ist gespeichert im göttlichen Server. Aber wenn wir immer noch mit unserer alten Software unterwegs sind und die immer noch updaten, ja, sage ich jetzt mal in dem Sinne, in dem ich immer wieder draußen bin und sehe, was ist und wieder update meine ganzen Apps, ja, das ist ja auch so ein tolles Wort im Moment, alles update nach dem, was die Gesellschaft sich so vorstellt, wie es sein sollte und wie ich darin sein sollte, dann ist es natürlich eine ganz schön verharzte Geschichte. Aber wenn ich dann weiß, dass ich Zugriff habe auf diesen Divine Healing Computer, auf den göttlichen Computer, auf die göttliche Wahrheit, auf die göttliche Information, die dann über mich herüberkommt, die mich wirklich neu macht, die mich in meinen ursprünglichen, wahren Zustand zurückbringt, wenn ich jetzt hier in dieser Welt nicht aufgewachsen wäre, sondern wenn ich bei Mama und Papa göttlich zu Hause geblieben wäre. Ja? Und in diesem Zustand komme ich zurück und ich werde so stark verankert, wenn ich das wirklich tiefgreifend und oft genug mache. Deswegen machen wir auch die Ausbildung, weil es so wichtig ist, dass du es selber kannst und jedes Mal, wenn du es für dich selber machst oder für andere, transformiert es bei dir mit. Und das darf ein Prozess sein. Es darf ein Prozess sein. Weil du musst auch ready sein. Es geht genau nur um das, für was bist du bereit. Und Divine Healing liefert dir alles. Zu jeder Zeit. Aber wenn du nicht bereit bist, es anzunehmen, das sage ich immer in der Ausbildung, dann ist es wie wenn du zu viel Vitamin C schluckst. Du pieselst es raus. Dein Körper nimmt nur so viel an, wie er gerade brauchen kann. Und bei Divine Healing ist es auch so. Nur dort, wo du Apps loslässt, wo du bereit bist, Informationen loszulassen, wo du bereit bist, Programme alte loszulassen, kommt Divine Healing rein. Und so kannst du dir das vorstellen, wie das funktioniert. Und das funktioniert immer, es funktioniert auf jeden Fall. Aber es funktioniert so, wie du bereit bist. Und ich mache es, seitdem ich es entwickelt habe, sozusagen. Ich habe es ja nicht erfunden, aber ich habe es für mich entwickelt. Ich habe die Methodik für mich entwickelt. Ich habe das Verständnis für mich entwickelt, weil ich brauche ja ein Verständnis, dass ich weiß, mein menschlicher Verstand macht ja sonst nichts. Der lässt sich ja sonst nicht umprogrammieren, wenn er nicht weiß, dass es gut ist für ihn. Mein Körper ist ja der Spiegel meines Verstandes, ist ja die Hardware meiner Software. Die macht ja dann auch nicht mit. Das sperrt sich ja in alle Richtungen. Und als ich angefangen habe, so zu arbeiten und so zu verstehen, auf Basis von so einem Verständnis, haben sich die Dinge absolut beschleunigt. Es sind Wunder geschehen. Und ich rede nur von Wundern in meinem Körper, in meiner Befindlichkeit, in meinem Außen, in meiner Außenwelt, in allem geschehen die ganze Zeit Wunder. Und es geschehen sogar Wunder, die nicht aussehen wie Wunder, die so zuerst aussehen wie ein riesengroßes Drama. Und plötzlich erkenne ich, dass es ein Wunder ist, das über dieser Deinstallationsweg, der vielleicht nicht so schick und angenehm aussah, geschehen durfte, weil dahinter Zeug passiert ist. Aber sich darauf einzulassen, voll und ganz, und in dieses göttliche Vertrauen zu gehen und auch
Deswegen ist es ja auch so cool, ja, wenn du Divine Healing machst, auch mit einem Anwender zusammen, der kann gar nichts machen bei dir, außer das Göttliche, weil es funktioniert sonst nicht. Wenn, da geht nur der göttliche Kanal auf, wenn der andere mit dir arbeitet, da kann kein Schindluder getrieben werden, wie zum Beispiel vielleicht auch in Hypnose oder so oder in NLP. Sondern aber bist du einfach mit dem Göttlichen, mit der Wahrheit, mit dem Richtigen, mit der kompletten Liebe verbunden. Und die Person, die das mit dir macht, die das für dich macht, kann in diesem Moment nicht woanders sein. Das ist so genial aufgebaut. Es geht nicht anders. Es ist komplett göttlich geführt. Und wenn du irgendetwas manipulieren oder kontrollieren daraus machen willst, das geht nicht mit Divine Healing. Und deswegen, es ist so, so geil und es ist so fantastisch und ich merke erst im Laufe der Zeit immer wieder, wie safe das ist und wie sicher das ist und wie sehr ich auf diese ganze Geschichte gewartet habe, weil ich eben niemand anderen vertrauen konnte, keinem anderen Menschen mit seinem menschlichen Kopf und mit seinem menschlichen Verständnis und mit seinen menschlichen Methoden. Einzige wirklich wahre, vertrauenswürdige Kanal ist nun mal das Göttliche mit der höchsten bedingungslosen Liebe und der besten Idee über jeden einzelnen Menschen. Da kann ich keine andere Hilfe anfordern als diese. Und deswegen ist Divine Healing so genial, deswegen funktioniert es so und deswegen kann es jeder machen, der sich einfach darauf einlässt. Und es geht wirklich darum, ich weiß, es gibt viele Healing-Modalitäten und ich habe viele auch selber gelernt in Seminaren und ich kenne auch den Kern, der dahinter steckt, aber der große, große, große Unterschied ist einfach, an welchen Server, an welchem Kanal, an welche Informationsquelle bindest du dich an, für dich selber und für andere. Also es stehen so viele Informationsquellen zur Verfügung. Und irgendwie weißt du dann auch nicht, was stimmt und was nicht stimmt. Es wird dir so, so, so viel erzählt. Und gerade jetzt in heutigen Zeiten geht es nicht darum, was dir erzählt wird, sondern es geht darum, was deine göttliche Wahrheit ist, was deine göttliche Bestimmung hier auf Erden ist, wofür du hier bist. Und das kommt nicht aus irgendeinem Gehirn, weder von dir noch von mir, sonst von sonst noch irgendjemanden, sondern das kommt aus diesem göttlichen, allmächtigen, für uns zur Verfügung stehenden, liebenden Kanal, liebende Energie, liebendes Feld, nenn es wie du willst. Es ist da. Aber es ist wie bei jeder Beziehung. Du musst sie aufbauen. Du musst es kennenlernen. Du musst dich darauf einlassen. Du musst ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Sonst geht dein Verstand nicht mit. Es ist so wichtig, beides ins Boot zu kriegen, diese göttliche Energie und nachher eben deine Software, deinen Verstand dort auch noch mit umzuprogrammieren. Und dann hast du Shift, dann hast du Transformation, eine nach dem anderen. Und du weißt eigentlich gar nicht mehr, wie es dir geschieht. Und dein Gehirn kommt gar nicht mehr nach und kann gar nicht mehr denken. Und irgendwann mal bist du komplett in dieser Freiheit, in diesem Vertrauen, wo du eigentlich merkst, wo die Power ist. Weil die Power ist nicht in uns Menschlein. Wir Menschlein können nichts verrichten, wir können nichts anstellen, wir können nichts bewirken, wenn wir nicht diese göttliche Power haben, die für uns arbeitet und durch uns hindurch arbeitet. Aber dafür müssen wir halt zur Verfügung stehen. Und solange wir dann noch im Außen sind und in Problemwälzerei und in der Leiderei und Lamentiererei und Hoffnungslosigkeiterei und Fremdbestimmterei, wird sich nicht viel ändern. Und deswegen werde ich hier weiter Promo machen für dieses göttliche Tool, das uns zur Verfügung stand, schon immer. Ich bin hier nicht irgendwie die wow, das ist ganz Neues. Das wäre eine Lüge, es gibt gar nichts ganz Neues. Und alle, die sagen, es gibt was ganz Neues, ist es doch immer nur auf der Grundwahrheit aufgebaut, wie wir sind, wie das Leben funktioniert,
wozu wir hier sind und was unsere allerhöchste Berufung ist hier. Wir sind auf diese Erde berufen worden, um Wirkung zu erzeugen, um etwas zu bewirken. Und zwar etwas Großartiges, etwas Schönes, etwas Liebendes, etwas Freudiges, etwas Bedingungsloses und etwas Leichtes. Wirklich, wir sind nicht hierher gekommen für diese Schwere. Und heute war wieder ein Tag für mich, wo wieder mal, also extremst Schwere von mir einfach abgefallen ist. Wirklich so energetische Schwere. Und ich habe gemerkt, wie tatsächlich Computerprogramme kollabiert sind plötzlich auf einmal, wo es einfach so gemacht hat. Und es hat sich so leicht und so schön angefühlt. Und ich konnte nur noch aus dem Augenwinkel irgendwie beobachten, dass da krasse Vorstellungen und Einschränkungen und Beurteilungen von mir einfach wirklich wie abgefallen ist, als hätte man ein Betriebssystem getroffen. Ein Betriebssystem getroffen, das dann hinterher einfach irgendwo sich ausgeschalten hat und alle Software, die mit diesem Betriebssystem verbunden war, ist gegangen. Sie ist einfach gegangen. Und das kann Divine Healing und das ist für mich einfach die absolute Klarheit, weil nachher das, was bleibt, das fühlt sich wirklich göttlich an, das fühlt sich frei an und das fühlt sich schön an und das fühlt sich absolut bedingungslos an und es fühlt sich krass leicht an. Und der da, dem ist es wurscht. Ich habe ihn dann zugebracht, dass er sagt, genauso muss es sein. Das ist Divine Healing, so funktioniert es. Du wirst jetzt transformiert, du wirst neu gemacht, du wirst zu dem gemacht, zu dem, was du wirklich hier bist, zu deiner Wahrheit. Und dann sagt mein Verstand, fein, fühlt sich gut an. Und geht nicht mehr Scheiße suchen da draußen, irgendwelche Problematiken und Sachen, die nicht funktionieren und die anders funktionieren müssen, sondern geht nochmal einen Schritt mehr ins Vertrauen, nochmal einen Schritt mehr in dieses ganz sichere Wissen, dass alles gut an mir ist, weil ich ja als göttliches Wesen hierher gekommen bin. Und das muss alles bei uns selber anfangen. Es muss bei uns selber anfangen. Es kann nicht bei anderen anfangen. Es muss aus dir heraus geschehen. Du musst Platz machen für diese Göttlichkeit in dir und zwar bedingungslos. Und da gibt es keine Bedingung. Wenn du Platz machst dafür, dann musst du nicht das machen oder darfst das nicht sagen und darfst du nicht sein. Es ist genau die Krux. Wenn du in diese Göttlichkeit von dir, in deine göttliche Essenz, Wahrheit eintrittst, dann gibt es keine Beurteilung mehr. Dann geht es nicht darum, ob du richtig oder falsch handelst, ob andere dich richtig oder falsch annehmen, sondern dann geht es wirklich nur um deine eigene Transformation in dem klaren, sicheren Wissen, dass wenn du transformierst, dass die Welt transformiert. Jede Pflanze, jedes Tier, alles. Und du musst es nicht sehen, sondern du wirst es spüren. Und das ist das Geniale an Divine Healing. Und so funktioniert es einfach nur. Und ich glaubt mir, ich habe mindestens 10 Sachen. Hallo Maria. Ach, wenn es überhaupt reicht. Ich habe so viel ausprobiert. Ich kann es euch genau sagen, was wie funktioniert, wie funktionieren soll und warum es nicht funktioniert. Und die Antwort, warum es nicht funktioniert, ist jedes Mal das Gleiche. Weil zu viel Mensch dabei ist. Weil zu viel Menschliches dabei ist. Gell, Maria, du schaust zu, du hast es so schön erklärt letztes Mal. Weil der Mensch, solange der Mensch, der menschliche Heiler, irgendwie versucht, was in Ordnung zu bringen, dann ist der Mensch dabei. Und dann ist dieser Mensch mit seiner eigenen Programmierung bei deiner Heilung dabei. Aber wenn du Divine Healing machst, egal mit wem, dann ist kein Mensch mehr drin. Stimmt es, Maria? Mensch ist da nicht mehr drin. Da ist nur noch Göttliches drin. Da bist du völlig verbunden mit der Göttlichkeit und es interessiert keinen, was für ein Mensch du letztendlich bist oder warst.
Ist völlig egal, deine Story, nichts. Du bist in dem gegenwärtigen Moment in der Verbindung mit der göttlichen Wahrheit. Und dann darf dort die Heilung entstehen. Und es ist zu einfach. Ich weiß, dass es zu einfach ist, aber es ist so einfach und es ist so schwer, weil halt der Mensch ja gerne so der Tolle wäre, weil ja der Mensch so gerne den Applaus kriegen würde. Aber wenn du das aus höchster Warte siehst, geht es um keinen einzigen Mensch auf dieser Welt. Kein Individuum, sondern es geht wirklich nur um die göttlichen Aspekte zu erfahren, rauszukitzeln, zu beleben und uns frei und selbstbestimmt zu machen von unserem eigenen gesellschaftlich konstruierten Gefängnis, das eben der menschlichen Angst gedient hat. Und auf dem Weg in unsere Freiheit, jetzt auch im Außen, ist es so, so schön, mit so einem Tool zu arbeiten und in einer Community zu sein, die das auch verstanden hat. Die das auch verstanden hat. Und da gibt es Menschliches und da gibt es Göttliches. Und es wird immer parallel bestehen, das Menschliche und das Göttliche. Das ist ja auch gut so. Aber wir müssen das Menschliche einfach aus der göttlichen Perspektive lernen zu bearbeiten und vor allem uns selbst gegenüber diese göttliche Perspektive an den Tag zu legen, wie das Göttliche denn das Menschliche sehen würde. Weil das Göttliche hat ja das Menschliche geschaffen. Es hat es ja nicht in größter Verurteilung hier auf die Welt gebracht, sondern es ist halt so ein bisschen irgendwie ein Selbstläufer geworden und zu weit von Mami und Papi abgehauen. Hat gemeint, auf den Tellern von den anderen schmeckt es besser und ist viel, viel toller. Ja, das war's eigentlich. Wollte ich euch jetzt erklären an diesem Bild, an dieser Parabel. Und freue mich auf ganz, ganz viele Teilnehmer am Sonntag für unsere neue Divine Healing Runde. Ich weiß, dass das jeder mal haben will. Wir bereiten uns schon drauf vor, dass das groß wird, dass es riesig, riesig groß wird. Weil Anja und ich, wir haben überhaupt keine Intention, dass das an uns klebt. Alle, die es gemacht haben und die wissen, wie unsere Vorstellung davon ist, die wissen, dass es hier nicht geht, um irgendwie ein großes, beweihräucherndes Ding zu machen, sondern um wirklich das in die Welt zu bringen. Darum geht's. Und ich darf mich ja auch drüber freuen, ja. Aber es ist nicht meins. Ich habe es halt empfangen. Das ist alles. Es ist Allgemeingut in dem Sinne. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Freitag. Tschüssi.